Hallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 4 hier auf dem Pixelhelden-Kanal mit mir, dem Ray. In der heutigen Ausgabe werden wir mit dem Lamborghini Sesto Elemento unterwegs sein und eben Sesto Elemento steht für das sechste Element und damit macht Lamborghini die Anspielung auf eben das sechste Element im Periodensystem und das ist Kohlenstoff und ja, Kohlenstofffasern sind hier in diesem Fahrzeug ja sehr, sehr viel und oft zur Verwendung gefunden und deswegen auch diese ganze Anspielung. Man muss auch sagen, dass bei Lamborghini, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, zum ersten Mal ihr hauseigenes geschmiedetes Carbon zum Trage gekommen ist. Und wenn wir da nämlich mal ganz kurz in den Forza Vista gehen, dann sollten wir das sogar etwas sehen. Und zwar, ihr seht ja vielleicht im Innenraum da im hinteren Bereich. Es ist nicht so gut modelliert, muss ich leider sagen, in Forza. Das machen andere Spiele besser. Aber ihr seht ja vielleicht im hinteren Bereich dieses matte Grau, sage ich jetzt einfach mal. Das soll tatsächlich oder ist tatsächlich in Wirklichkeit geschmiedetes Carbon, was nochmal ja, stabiler ist einfach als dieses normale Carbon, was ja einfach so ja, verschiedene ja, Schichten einfach sind, die in verschiedenen Richtungen zusammengebracht werden, zusammengeflochten werden. Beim Geschmieden ist es halt wirklich eine ja, geschmiedete Masse einfach und da hat eben Lamborghini das hauseigene Patent drauf. Sehen tut man es zum Beispiel auch beim aktuellen Lamborghini Huracan Performante ganz, ganz gut. Aber eben damals schon beim Sesto Elemento kam es zum Einsatz. Und wenn ich von damals spreche, spreche ich vom Jahre 2010. Nämlich da wurde er tatsächlich auf dem Pariser Autosalon vorgestellt. Und ja, der Sesto Elemento, wir gehen ganz kurz mal vielleicht schon mal auf die Straße, ist oder reiht sich eigentlich in viele, viele oder zu vielen, vielen Lamborghinis ein, die einfach ja was ganz Besonderes sind, was ganz Eigenes sind. Klar, man muss schon mal gleich festhalten, das ganze Ding hat keine Straßenzulassung, ja, das ist kein Serien-Lamborghini, sondern das ist einfach wieder mal so eine Art Konzeptstudie, die Lamborghini immer wieder gerne mal herausbringt. Ich meine, nennen wir einfach mal vielleicht den Reventor, nennen wir den Lamborghini Veneno oder jetzt ganz aktuell vielleicht auch den Terzo Millennio, wobei letzterer noch nicht mal fahren kann. Aber das sind einfach wieder so Versuche von Lambo, einfach mal irgendwas Verrücktes zu zeigen, verrücktes Design zu haben. Einfach mal, ja, irgendwas oder die Welt zu schocken, nennen wir es einfach mal so. Und das haben sie damals natürlich auch mit dem Sesto Elemento versucht. Und oftmals ist es jetzt so bei Lambo, dass diese Fahrzeuge auf gewissen Fahrzeugen basieren. So ist es zum Beispiel so gewesen, der Reventor sowie auch, nee, der Reventor genau, basiert auf dem Murcielago. Der Veneno basiert auf dem Aventador und eben der Sesto Elemento, der basierte eben auf dem Lamborghini Gallardo. Man hört es eigentlich schon am Motor auch so ein bisschen raus, den hören wir auch gleich nochmal genauer an. Das ist natürlich ein V10-Motor, der damals auch beim Gallardo zur Verwendung kam. Der 570 PS starke 5,2 Liter V10-Motor und der befeuert dieses Leichtgewicht, ja, also dieses ganze Carbon hat nicht nur einfach einen optischen Effekt, was extrem brutal ausschaut. Nein, das Fahrzeug ist auch extrem leicht, nämlich genau 999 Kilogramm ist dieses Fahrzeug leicht, das heißt, ja, ein Kilo unter einer Tonne und das macht das Fahrzeug auch so wahnsinnig besonders. Es ist auch eigentlich in jedem Punkt, muss man sagen, auf Aerodynamik ausgelegt und ist dadurch halt natürlich auch, ja, nicht nur extrem leicht und extrem gut in der Beschleunigung. Es ist einfach halt, ja, rundum ein wirklich sehr, sehr böses Fahrzeug. Es kommt auch hier tatsächlich mit Slick-Reifung daher, weil das Fahrzeug einfach halt auf der Rennstrecke auch gefahren wurde. Also wie gesagt, ist eigentlich kein Fahrzeug für die Straße. Nichtsdestotrotz ist das Fahrzeug hier in Forza natürlich fahrbar. Das muss man, ja, schon mal ein bisschen genießen, würde ich sagen. Aber, ja, wir nähern uns im Tunnel, das heißt, wir machen den kleinen Klangcheck und gucken mal, wie der V10 beim Sesto Elemento erstmal so klingt, bevor wir ein paar technische Daten weiter über das Fahrzeug verlieren. Thank you.
Was für ein Donnergrollen. Wow, ich finde es mega, mega krass. Ja, der V10-Motor ist sowieso ja, so eine ganz spezielle Nummer, würde ich sagen. Aber ja, wie der hinten raus pluppert und böllert und donnert, das ist schon sehr, sehr, sehr geil bei dem Sesto Elemento. Das muss man wirklich sagen. Ja, V10-Motoren ist sowieso, finde ich sowieso mega, mega cool. Muss ich natürlich auch nochmal dazu gestehen. Aber bei dem hier klingt es schon nochmal ein bisschen, ich sag mal, unverschämt sexy. Ja? Das kann man schon mal sagen. Und auch optisch gefällt mir das Sesto Elemento bis heute nach wie vor richtig, richtig gut. Wie, wenn man bedenkt, das ist jetzt auch schon wieder 8 Jahre her, als er vorgestellt wurde. Und die Designsprache ist, finde ich, bis heute hin super modern. Man erkennt eigentlich auch schon zum Beispiel an den Rückleuchten und auch sonst an vielen Elementen, dass auch viele Dinge ja, bei modernen Lamborghinis immer noch zu Trage kommen. Also der hat damals schon eigentlich die Designsprache von heute ja, eingeleitet, die Lamborghini derzeit auch fährt. Und gerade diese Wabenmuster und diese, ja, wie soll ich sagen, diese Dreiecke kann man es gar nicht schon nennen. Und ja, das macht ihn halt, wie gesagt, auch heute noch sehr, sehr modern und ist von diesen speziellen Lamborghinis und diesen Sonderausführungen, wenn man so möchte, die haben ja keinen richtigen Namen, ja. Aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Finde ich ihn bis heute eigentlich einer der, ja, besondersten, muss ich sagen. Vielleicht einen, den ich noch nicht aufgezählt habe, ist eigentlich der Centenario. Der Centenario ist eigentlich, gehört ja eigentlich auch zu diesen besonderen Lamborghinis, die so ein bisschen von den Serien-Lamborghinis so ein bisschen wegfallen. Der ist natürlich auch noch sehr, sehr, sehr cool, der Centenario, aber ich muss sagen, das Sesto Elemento ist bis heute, finde ich, das krasseste, was Lambo da so hingestellt hat. Und ja, ich würde es schon irgendwie begrüßen, wenn sie auf Basis des Huracan, also des aktuellen V10-Modells, vielleicht auch nochmal sowas Heftiges auf die Beine stellen würden. Ich glaube, der würde sich auch ganz, ganz gut tun. Gut, ich würde aber sagen, wir wollen das Ding natürlich auch mal ein bisschen ausfahren, das Ganze. Und deswegen, da vorne haben wir doch, glaube ich, gerade ein Rennen, jawohl. Fahren wir doch einfach mal ein kleines Rennen mit dem Sesto Elemento in der Serie. Denn ich möchte in der Folge natürlich nicht nur ein bisschen was über den Sesto erzählen, sondern ich möchte natürlich auch noch einer ganz gewissen Frage auf den Grund gehen. Und zwar, der Sesto Elemento war im Vorgängertitel in Horizon 3, wenn man ihn getuned hat, eines der besten, wenn nicht sogar das beste S2-Fahrzeug, also in der S2-Klasse hier im Spiel. Und genau diese Frage möchte ich, ja, vielleicht in der Folge schon beantworten. Ist der Sesto Elemento nach wie vor in dieser S2-Klasse, in Horizon 4 dann aber allerdings, ein, ja, Klassenmonster, ein Klassenmeister, wenn man so möchte? Das möchte ich mal rausfinden, aber jetzt fahren wir das Ding erstmal in der Serie und dann kümmern wir uns entsprechend um diese Frage. Wir fahren die Extreme Track Choice auf dieser Rundstrecke und schauen mal, wie sich das ganze Fahrzeug so verhält, wie sich das Ganze so fährt. Ja, als kleiner Hinweis, die Felgen sind normalerweise nicht rot beim Sesto Elemento, die sind eigentlich auch Carbon. Aber ich habe mir die mal rot eingefärbt. Ich finde irgendwie, das gibt dem Ganzen nochmal so einen extra aggressiven Touch. Ist nur Geschmackssache, aber wie gesagt, nochmal auch als Hinweis. Normalerweise sind die Felgen auch Carbonfarben. So, am Start geht es auf jeden Fall schon mal gut weg. Und das ist natürlich der große Vorteil dieses Fahrzeugs. Dieses extrem wenige Gewicht. Und dann sind diese 570 PS, die heutzutage vielleicht gar nicht mehr so krass und so besonders klingen. Wenn man bedenkt, eben so ein Centenario, der hat 770 PS, also nochmal 200 PS mehr. Aber dadurch, dass das Ding gerade mal nur 999 Kilogramm wiegt, ist es wirklich viel, viel wert. Und die Aerodynamik, die da verwendet wird, ist halt auch schon damals sehr, sehr ordentlich gewesen. Das darf man einfach auch nicht unterschätzen, auch wenn sich in diesen 8 Jahren bis heute viel getan hat. Gerade auch was die Reifentechnik betrifft, ist das Fahrzeug bis heute trotzdem noch ein absolutes, modernes, ja, Monster. Muss man ganz klar so sagen. Ich denke, der eine oder andere wird sich jetzt natürlich auch fragen, okay, was hat eigentlich diese rote Box, die man da hinten sieht, beim Sesto Elemento, was hat es denn damit auf sich? Das ist tatsächlich das Getriebe. Der Sesto Elemento hat nämlich ein offenliegendes Getriebe und wenn man gerade sich mal so ein bisschen die Zeit von damals zurückerinnert, haben die ganzen Renn-Lamborghinis, nämlich zum Beispiel der Gallardo GT3 oder Gallardo Super Trofeo, die hatten nämlich damals auch diese offen liegenden Getriebe. Also man merkt halt, dass da auch natürlich viel Motorsporttechnik mit eingeflossen ist in dieses Fahrzeug. Und ja, die offen liegenden Getriebe, die haben zu einem halt den Vorteil, ja, wegen platzsparenden, also ist ein bisschen platzsparender, man muss das Fahrzeug nicht unnötig riesig machen.
Nachteil ist natürlich, wenn gerade im Rennbetrieb dir hinten einer reinklatscht, dann ist das Getriebe meistens am Arsch und das Fahrzeug natürlich auch. Das ist dann so ein bisschen der Nachteil. Wird heutzutage jetzt, glaube ich, gar nicht mehr wirklich so groß verwendet, so ein offenliegendes Getriebe. Aber eben da kam das tatsächlich noch zum Einsatz und beim Sesto Elemento auch nicht weiter schlimm, denn normalerweise ist man oder ist ja Sesto Elemento auch nie ein Rennen gefahren. Ja, im Spiel ist es anders, aber da haben wir sowieso keinen Schaden an. Da ist es sowieso dann nicht so schlimm, dass das Getriebe offen da liegt. Ja, des Weiteren seht ihr ja auch, dass die Endrohre ja direkt unter dem Heckflügel nach oben raus emporsteigen. Das hat tatsächlich auch aerodynamische Gründe. Nämlich, wenn die Abgase oder dass die Abgase direkt hier unterm Heckflügel austreten, erzeugt nochmals tatsächlich zusätzliche Downforce. Das ist ja auch zum Beispiel, was man in der Formel 1 auch sehr gerne verwendet hat, dass die Abgase direkt unter einem so einem kleinen, ja ich glaube, wie hat man das genannt, Affensitz herausgegangen sind. Das sorgt nochmal tatsächlich für zusätzliche Downforce und genau diesen Trick haben sie damals auch schon hier beim Sesto Elemento angewandt. Also das hat alles auch seinen Sinn und seine Funktion bei diesem Fahrzeug. Und ja, was man auch dazu sagen muss, der Sesto Elemento ist halt auch ein sehr, sehr kleiner Sportwagen. Hat einen sehr kurzen Radstand, gerade mal 2,5 Meter ist der Radstand zwischen Vorder- und Hinterrad. Und das lässt eigentlich vermuten, dass das Fahrzeug sehr instabil wird bei schnellen Kurven, aber gerade durch diese ausgeklügelte Aerodynamik, die damals schon zu Trage kam und auch durch das wenige Gewicht, ist das Fahrzeug trotzdem super, super stabil in schnellen Kurven. Und durch den kurzen Radstand wiederum ist es aber halt auch super wendig in eben engeren Kurven. Und das macht sich auch hier tatsächlich im Spiel sehr positiv bemerkbar. Und genau deswegen ist das Fahrzeug vielleicht auch eben in der S2-Klasse im Vorgängerteil so erfolgreich gewesen. Wir wollen jetzt aber, wie gesagt, wissen, ist das Fahrzeug eben auch in diesem Teil, im vierten Teil der Horizon-Reihe, nach wie vor eines der besten Fahrzeuge in der S2-Klasse. Und da habe ich mich einfach mal als Basis dem Tuning, welches ich in Horizon 3 erstellt habe, bedient und habe dieses Tuning nochmal ein bisschen weiter ja, verbessert, ein bisschen weiter ausgebaut. Im Prinzip gehen wir gerade mal kurz drauf auf meine Tunings. Das ist hier ist das Tuning aus Horizon 3. Ja, ihr seht, das hat auch vom Leistungsindex nicht ganz die S2-Klasse. 994 hat es als Leistungsindex, aber die Leistungsindexe haben sich ja ein bisschen verändert jetzt. Also viele Autos haben jetzt ein bisschen weniger bekommen. Und deswegen konnte ich noch ein bisschen was verändern und habe einfach mal ein bisschen was ausprobiert. Und ihr seht, wir kommen dann im Vergleich zur Serie schon mal auf ordentlich mehr Leistung. 597 kW, 732 Newtonmeter Drehmoment und wir sind nochmal ein bisschen leichter mit 992 Kilogramm Leergewicht. Das Ganze habe ich auch schon getestet. Ich bin ja schon ihr habt es vielleicht mitbekommen, im Livestream haben wir ja diese Team-Adventure, also dieses Team-Abenteuer ein bisschen gemacht. Ich habe das auch offscreen ein bisschen weiter gemacht und da braucht man so ein S2-Fahrzeug einfach auch irgendwo. Und habe dann viel ausprobiert und das Tuning funktioniert auch wunderbar. Das habe ich auch schon freigegeben, sollte öffentlich sein, genau. Das könnt ihr auf jeden Fall auschecken, sofern ihr ein Sesto Elemento schon im Spiel besitzt. Wenn ihr nicht gerade das Glück habt, den im Wheelspin zu ziehen, da kostet er, glaube ich, 2,5 oder 2,7 Millionen, also schon ordentlich viel. Aber ich glaube, es könnte sich lohnen. Wie gesagt, wir überprüfen mal, ob das Ding in der S2-Klasse wirklich ein absolutes Monster ist. Des Weiteren ist aber noch ein Tuning-Element hinzugekommen, was es so im Vorgängerteil nicht gab, und zwar diesen V12 Racing-Motor, der ja aus dem Ferrari F50 GT stammt. Und wenn man diesen Motorswap macht, kommen wir nochmal auf ganz andere Werte. Und zwar von der Leistung sind wir sehr ähnlich wie mit dem anderen Aufbau. Wir haben hier 587 kW, nicht ganz viel Drehmoment, nämlich nur 546, sind aber nochmal deutlich leichter mit 923 Kilogramm. Dieser V12-Motor, dieser V12 Racing-Motor ist tatsächlich nochmal ein bisschen leichter als eben der Motor aus dem Gallardo, dieser V10. Und ja, ich habe beide probiert, sie funktionieren beide wunderbar, aber das zweite Tuning ebenfalls schon freigegeben, ist tatsächlich durch das noch weniger Gewicht nochmal etwas krasser. Und dass ein bisschen Drehmoment fehlt, ist überhaupt gar nicht so schlimm, denn gerade durch den Allrad und gerade dadurch, dass das Fahrzeug so leicht ist, ist dieses etwas weniger Drehmoment gar nicht so schlimm. Im Gegenteil, ist sogar gar nicht mal so schlecht. Und ja, V12 klingt nochmal ein bisschen anders, allerdings da das ein Racing V12 ist, muss man sagen, steht das dem Sesto, finde ich, super, super gut. Aber ich würde sagen, überzeugt euch einfach selber, wir
gehen mal direkt vor den Tunnel und machen einfach nochmals so einen Klangcheck in der Folge, einmal mit dem V12 Racing Motor. Und ja, der ist sehr, sehr schrill, aber das haben halt so Rennmotoren von Ferrari so ein bisschen an sich. Aber hört einfach selber rein. Yo, ich würde sagen, auf seine schräge Art und Weise steht dieser V12 Racing Motor dem Sesto Elemento richtig, richtig gut. Klar, das Fahrzeug hat keine Straßenzulassung, ist eigentlich, wenn man es genau nimmt, auch irgendwie ein Konzeptrennwagen. Und deswegen passt irgendwie dieser schrille V12-Ton auch richtig, richtig gut. Es ist, denke ich, auch ein bisschen Geschmackssache, weil es ist halt wirklich so ein schriller, heller, hoher Ton und ein Hochdrehzahlmotor. Aber wie gesagt, ich finde, irgendwie passt es zu dem. Ich bin ein Riesenfan des V10, aber irgendwie dieser V12 passt ganz gut. Und von der Performance passt es auch richtig, richtig gut. Und ich würde sagen, wo, wenn nicht auf der großen Goliath-Strecke, können wir dieses Tuning perfekt testen. Denn durch diese Leistungssteigerung im Vergleich zur Serie hat das Fahrzeug tatsächlich nochmal deutlich mehr Topspeed. Und genau das ist so das, was ein bisschen gefehlt hat, obwohl das Fahrzeug mit 350 km/h tatsächlich angegeben ist. In Real Life ist es halt doch hier nochmal eine ganz andere Geschichte und da kommt das Fahrzeug auch nochmal ein bisschen besser drauf. Und ja, wie gesagt, ich habe das Fahrzeug auch wirklich im Multiplayer schon mehrfach angewendet. Und hat sich einfach absolut bewiesen, dass dieses Setup in der S2-Klasse funktioniert. Einfach vorweg muss ich das schon mal so sagen. Also, ja, es ist ein teures Fahrzeug, aber ich würde sagen, ich habe bis jetzt in der S2-Klasse noch kein besseres Fahrzeug gefunden. Es hat unglaubliche Beschleunigung, unglaublich kurze Bremswege, Grip ohne Ende und eine Kurvenspeed, die seinesgleichen sucht. Das muss ich wirklich so sagen. Und ich finde es gerade lustig, dass wir nur gegen die Pagani Zonda Airs fahren, aber okay. Wir sind ein guter Gegner. Und gucken wir doch mal. Voilà. Also es gibt viele gute Autos, die man auf S2-Klasse tunen kann. Aber eben dieses hier ist schon mal nochmal eine ganz andere Nummer. Und das wollte ich euch nicht vorenthalten. Und ich wollte auch die Tunings euch nicht vorenthalten. Natürlich auch viel an dem Feintuning getan, am Setup getan. Und wenn ihr aber eben ein Fahrzeug sucht für die Klasse, mit dem hier habt ihr auf jeden Fall einen sehr guten Kandidaten. Und ja, ich tune ja sehr, sehr oft einfach mal so nicht nach gewissen Vorgaben, weil ich halt sage, okay, diese Vorgaben, können immer einen mal ein bisschen einschränken beim Tuning. Ein bisschen konzentrieren gerade. Also ich tune halt einfach gern, ohne irgendwie auf den Leistungsindex zu gucken, weil man manchmal halt so sagt, okay, wenn ich jetzt auf den Leistungsindex gucke, kann ich das Teil, was ich unbedingt noch will, gar nicht einbauen oder ich will irgendein Teil auch gar nicht einbauen. Aber manchmal, oder gerade wenn man online Multiplayer spielt, kompetitiv spielt, dann ja, wäre man ja blöd, wenn man nicht eben halt auf diese Leistungsgrenzen aufbaut und deswegen tue ich das natürlich auch sehr gerne ab und an. Und da sucht man natürlich immer ständig dann nach Fahrzeugen, bei denen man das auch wirklich ausreizen kann. Und eben beim Sesto Elemento in der S2-Klasse bin ich auf jeden Fall, wie auch schon in Horizon 3, fündig geworden.
Und wie gesagt, wir stehen jetzt nicht in der X-Klasse, sondern in der S2-Klasse. Und das ist nämlich das Heftige, wie krass und wie schnell das Fahrzeug hier um diese Ecken geht. Und als ich den Sesto gekauft habe, haben auch ganz viele schon gesagt, boah, da musst du unbedingt eine Folge mitmachen. Ja, hier ist die Folge. Und ich feiere das Fahrzeug absolut. Es macht mir gerade zurzeit richtig Spaß zu fahren. Wenn auch die Mauer ich jetzt nicht unbedingt hätte mitnehmen müssen. Aber wie sagt man so schön, da kann das beste Fahrzeug macht nicht einen guten Fahrer aus. Da muss man auch als Fahrer natürlich nochmal ein bisschen was leisten können. Jetzt mal weg mit dir, dass ich da auch frei auffahren kann. An manchen Stellen verbremse ich mich leider noch ein bisschen. Aber es ist trotzdem heftig, aber wie schnell dieses Ding um die Ecken schießt. Und wie gesagt, gerade der kurze Radstand hilft dem Fahrzeug halt auch wirklich in Engkurven. Weil das große Problem, was viele ja Allrad angetriebene Sportwagen haben, ist, dass halt meistens sie um die engen Ecken nicht so agil rumkommen. Sie können zwar natürlich sehr, sehr früh aufs Gas gehen, dank dem Allrad, aber sie kommen meistens nicht so agil halt eben um so gewisse Kurven herum. Und das ist halt beim Sesto überhaupt nicht der Fall. Also der kann halt wirklich so enge Kurven super, super schnell nehmen, super geschmeidig nehmen. Und man kann trotzdem sehr früh aufs Gas gehen. Und da hilft halt, wie eben schon erwähnt, dieser V12-Motor, der nicht ganz so viel Drehmoment hat, auch wunderbar. Denn man muss sich halt immer vorstellen, wenn halt ein Fahrzeug sehr, sehr leicht ist und sehr, sehr viel Drehmoment hat, dann kann es halt passieren, dass beim Rausbeschleunigen ja eher mehr Wheelspin erzeugt wird, weil halt eben der Druck auf den Asphalt ein bisschen fehlt. Also das Fahrzeug, dass es ein bisschen mehr nach unten gedrückt wird, dass der Kontakt zwischen Reifen und Asphalt und dem Fahrzeug halt eben nicht so gewährleistet ist. Und deswegen, wenn da ein bisschen weniger Drehmoment da ist, dann kann man halt wirklich voll draufstempeln, ohne die Gefahr zu haben, dass bei so einem leichten Fahrzeug wirklich ein Wheelspin erzeugt wird, das Fahrzeug unruhig wird. Also das Fahrzeug hat eigentlich weitestgehend immer Grip und das macht diesen Sesto Elemento in dieser S2-Klasse auch so unglaublich stark. Und vielleicht fragt sich jetzt auch der eine oder andere, das Getriebe, ist das überhaupt richtig eingestellt? Das ist ja irgendwie, fährt hier nur den fünften Gang aus. Gar nicht den sechsten Gang. Ja, bei dem Fahrzeug macht es tatsächlich Sinn, die Gänge ein bisschen länger zu lassen. Denn sonst ist man hier tatsächlich nur mit dem Schalten beschäftigt. Und das Fahrzeug, da ist eigentlich die größte Schwäche, das ist tatsächlich beim Herunterschalten. Da hat das Fahrzeug ein bisschen sein Defizit, da wird das Auto ein bisschen instabil. Man muss wirklich hier die Bremse nutzen, also nur die Bremse, um das Fahrzeug zu verzögern. Man nutzt ja gerne gerade auch in Forza eine Motorbremse, indem man ein bisschen früher runterschaltet. Das ist hier tatsächlich nicht zu empfehlen und da hilft natürlich ein etwas längeres Getriebe, um da nochmal zusätzliche Stabilität zu gewährleisten. Also man muss nicht hier die vollen sechs Gänge nutzen. Ihr seht, der beschleunigt ja trotzdem mehr als ordentlich durch. Wir schaffen jetzt hier auch 370 Sachen. Das ist natürlich eine absolut krasse Ansage ist. Ja, da hätte ich sogar noch schneller durch können, durch die Kurve. Kommt wieder der Pagani aus dem Nichts. So, hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Immer ein bisschen schade, dass die drei Vatare einfach so ein bisschen, cheaten, leider. Weil das ist nicht wirklich die Geschwindigkeit, die der Pagani da so geht, aber das war fies, die Bodenwelle. Pagani hat es auf jeden Fall nicht hingekriegt. Der kürzt einfach auch mal komplett ab. Querfeld ein, alles klar. Ja, aber das ist einfach ein Monster. Also um die Frage einfach nochmal zu beantworten. Wir haben jetzt, also neben mir auch ganz viele aus der PXH-Clique, die eben auch im Multiplayer immer mit dabei sind oder auch eben im Teamabenteuer immer mit dabei sind. Wir haben viele, viele Fahrzeuge in der S2-Klasse getestet.
Und bis jetzt würde ich behaupten und auch viele aus der Truppe behaupten, dass der Sesto Elemento, wenn er richtig aufgebaut ist, nach wie vor wahrscheinlich das beste S2-Fahrzeug im Spiel ist. Aber vielleicht gibt es ein oder andere Fahrzeug, was man noch gar nicht so auf dem Schirm hat. Aber das Fahrzeug hat halt unglaublich Kurvenspeed. Das muss man einfach so sagen. In der X-Klasse funktioniert das Fahrzeug nicht mehr. Das kann man auf jeden Fall auch schon mal so sagen. Man kann zwar mehr Leistung dem Fahrzeug noch geben, aber dann hat man wirklich Grip-Probleme. Aber eben, wenn man sich auf diese S2-Klasse beschränken möchte, dann hat man hiermit mit diesem Lambo, mit diesem, wie ich immer noch wieder betonen muss, sehr, sehr geil aussehenden und besonderen Lamborghini eine wirkliche Waffe im Spiel. Und ja, der Centenario ist bei weitem nicht so gut wie der Sesto Elemento in S2. Alles schon getestet. Und zack, da haben wir das Rennen beendet. Da waren natürlich einige Fahrfehler noch drin meinerseits. Aber trotzdem eine 8,31 schon mal in der S2-Klasse. Also ich würde sagen, das steht auch schon mal für sich. Und ja, wie gesagt, die Tunings sind freigegeben. Das V10-Tuning sowie das V12-Tuning. Könnt ihr beide testen, funktionieren beide wunderbar. Ich habe im Übrigen auch für den Porsche 918, den hatten wir ja auch schon hier im Let's Play, auch ein S2-Tuning bereitgestellt, welches auch sehr, sehr schnell ist und sehr, sehr gut funktioniert. Das kann ich da auch nochmal empfehlen an der Stelle, falls jemand mit dem 918 ebenfalls noch ein gutes Tuning sucht. Gut, mittlerweile habe ich mir ein bisschen Geld angespart und deswegen habe ich mir gedacht, es wird auch mal Zeit, wieder eine neue Hütte zu kaufen. Und es fehlen da genau noch zwei Häuser, und zwar das einmal das Schloss am Strand, was 10 Millionen kostet, und natürlich noch das Schloss in Edinburgh, was 15 kostet. Das mit 15 können wir uns knapp nicht leisten, aber das hier können wir uns mal leisten. Und deswegen habe ich mir gedacht, komm, das gönnen wir uns jetzt mal. Das Haus hier, und ja gut, ich würde sagen, wir porten uns da einfach mal hin. Und ja, wenn man schon mal mit so einem exklusiven Sesto Elemento vorfährt, würde ich sagen, können wir uns auch eben diese teure Burg leisten, und deswegen machen wir das auch mal. Die Bamber Castle, alles klar. Also, ich glaube, ich kann dir ein Schloss besorgen. Es wäre eine Partnerschaft mit dem hiesigen Denkmalschutz. Und du müsstest Besucher das Museum besichtigen lassen. Und vielleicht einen Fuhrpark. Aber komm schon, ein Schloss. Ja, gehen wir aus. Es gibt auch ein neues Scheunenfundgerücht, wenn wir uns das gönnen. Und das ist auch sehr cool. Also machen wir das nochmal. Kaufen. Ich ernenne dich zum Lord von Bamborough Castle. Naja, eher zum offiziellen Verwalter. Übertreiben wir es nicht. Ja, sehr cool. Gehen wir auch mal direkt wieder raus aus der Hütte. Hallo, da haben wir auch schon das Scheunenfundgerücht. Ist in eurem Schloss auch genügend Platz für eure vielen Autos? Ich habe gerade von einem neuen Scheunenfund gehört. Gleich um die Ecke von deiner neuen Bleibe. Willst du mal vorbeischauen? Ja, dann gucken wir doch gleich mal, ob wir diesen neuen Scheunenfund direkt mal finden. Und ja, ich werde wieder die Drohne nutzen, auch wenn manche Leute das als langweilig erachten und nicht sinnig erachten, die Scheune mit der Drohne zu finden. Ich finde es okay, weil mir geht es bei dem Scheunenfund eigentlich mehr über die Raschung, was in der Scheune drin ist, und nicht nach der Suche nach der Scheune. Manche finden die Suche super spannend, ich halt nicht. Ist für jedem das Seine irgendwo. Deswegen suchen wir das jetzt einfach mal noch am Ende der Folge. Ja, und ich glaube, ich bin nicht fündig. Shit, ich dachte, da ist was. Nein, da ist sie gar nicht. Was haben wir hier noch? Ne, das ist eine Brücke. Ja, ich mache gerade ein bisschen Chaos-Taktik. Einmal querfeld ein, durch die Gegend fliegen und gucken, ob wir die Scheune finden. Hier vielleicht, ja, das sieht gut aus, oder? Zack,
Da ist sie. Wunderbar, na gucken wir doch mal, was denn da drin ist. Ich bin mal sehr, sehr gespannt. Vorne, müssen wir hin. Dann lassen wir uns doch mal überraschen. Haben wir einen Gewinner? Okay, bleib wo du bist. Geh bloß nicht weg. Keine Ahnung, Bentley? Das ist eine Antiquität. Sieht aus wie ein Bentley. Ah ja, okay. Diese alten Kisten sind schnell, aber sie wiegen so viel wie ein Kreuzfahrtschiff. Jemand hat ihn am Strand auf Grund laufen lassen. Komm, hilf mir mal. Ja, sehr cool. So ein alter Bentley. Ich weiß nicht, ist ein 8 Liter oder was ist das? Nee, ein 4,5 Liter. Ich verpasse meine Generalüberholung und eine Runde mit dem Sandstrahler. Dann ist er so gut wie neu. Alles klar. Ja, sehr cool. Dann haben wir nochmal einen weiteren Scheunenfund in unserer Sammlung hinzugefügt. Und ja, wir sind auch schon wieder leider am Ende dieser Folge. Ich hoffe aber, sie hat euch gefallen. Und ja, ich denke mal, bei so einem besonderen Fahrzeug kann man auf jeden Fall mal vielleicht ein Like da lassen, wenn dem nämlich so wäre, dass euch die Folge gefallen hat. Und ansonsten, wie gesagt, Tunings sind freigegeben, könnt ihr auf jeden Fall mal auschecken beim Sestolmento, wenn ihr denn schon einen besitzt. Und ich garantiere euch, ihr werdet in eben der genannten S2-Klasse wirklich ein absolutes Monster haben. Und damit werdet ihr viel Spaß haben, ist super gut zu handeln, macht unglaublich viel Spaß. Und kommt schon, Leute, das ist ein Sesto-Elemento, das sechste Element, ein wirklich, wie ich finde, super besonderer Sportwagen in unserer Geschichte. Wunderbar, ich bin raus, vielen Dank fürs Einschalten, bis zur nächsten Ausgabe von Forza Horizon 4. Ich hoffe, du bist auch wieder dabei. Bis zum nächsten Mal.